Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Ranrock und dem letzten Behältnis erfahren. Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Ranrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. 4 Raiders! Professor, Sie haben eine Danke Eule für erhalten. Den Raid-Kabel. Ranrock hat das letzte von Redbos Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok. Lodgok und Ranrock. Hört auf zu zaubern, Chat. Waren Brüder. Das ist so. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. So witzig, Digga. Ranrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ranrock hat Redbos Tagebücher und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Wir haben Redbos Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isadora erzählte Bragbo von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isadora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbo, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat. Ich habe keine Sebastian Story offen, Chat. Wir treffen uns bei der Küste. Oder bin ich blind im Questlog? Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Was bringen Bits? Money. Matt, danke für die 400 Bits. Was wir eben bekommen haben. Es ist soweit. Es ist soweit! It's time! Stufe 28. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott, Chat! Scheiß auf den Main Story, Digga. Gar keine Zeit für euch, Loser. Schnell! Auf geht's, ab geht's! 3 Tage wach! Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne. Bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Viele meinten, gut, dass du da bist. Den Auftrag gibt's erst nach der Story-Chat. Warum habe ich ihn jetzt schon? Ist es wegen meinem Level? Ist es an das Charakterlevel gebunden? Kann das sein? Ich habe deine Eule erhalten. Man braucht safe ein Mindestlevel. In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast getan, was nötig war. Und ich habe zugestimmt. Gut möglich, dass es meine Freundschaft mit Sebastian vorerst gerettet hat. Ich
Ja, ich meine, du hast zugestimmt. Und es hat deine Freundschaft mit Sebastian gerettet. Für den Moment. Ich dachte, wir wären vorher schon zu weit gegangen, aber jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Ich meine es so, Chat, wenn man die ganzen Nebenquests mit Sebastian vorangetrieben hat, aber keinen anderen Nebenstuff gemacht hat, ist man trotzdem nicht Level 28. Hier waren, wimmelte es und dann von kann es sein, der Auftrag ist noch einfach nicht, da. Lass uns Sebastian finden. So meine ich wo das. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Oder man muss in der Main Story einen gewissen Fortschritt haben. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade so gute Laune. Gute Laune! Yes! Din, 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 din. Moin, wie geht's euch? Hallo! Komm mal ran auf den Meter! Ey. Kurzio. Stupor. Au, Schwanz. Liebe das Flippen. Revelio. Was? Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Oh. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Revelio. Ich dachte tatsächlich, das Spiel lässt mich noch viel länger warten auf den Zwölf. Jetzt danach, Chat, wird ja auch logischerweise alles im Spiel mehr Bock machen, weil wir einfach weil wir den Zauber haben. Steht ihr? Ich bin hyped! Geht's? Hä? Revelio. Okay, dann nicht. Sebastian, wo bist du? Komm raus, komm raus! Da ist er! Akio! Ja,
Lumos. Oh. Vingadium Leviosa. What the fuck? Da ist Sebastian. Speichern den Aal! Spielstunden in-game. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat, aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relikt! Salomon? Nee. Das Relikt! Das wirst du büßen! Oh! Du beendest gar nichts, Kollege Schnüschel. Alter, einfach ihn erstmal mit Fuzio foltern. Mann! Ihr fickt von sich. Das ist ein Familiendrama. Oh mein Gott, Mann. Episch. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Irgendwie will ich den Zauber jetzt fast doch nicht. Warte!
Schrecklich. Er sagt Sebastian, warte, und rennt neben ihm her. Alter, ich hab mein Headset so laut, Mann. Die Musik gerade. Halt, Sebastian! Warte! Sebastian, warte, ich muss noch looten. Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin, innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da, nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Ja. Familiendrama und den Todesfluch gegen den eigenen Onkel richten, auch wenn er uns angegriffen hat. Dafür gibt's Stun- oder Freeze-Zauber. Aber wir müssen wahrscheinlich diesen hier nehmen, oder? Sonst kriegen wir ihn wahrscheinlich nicht. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Carsten Voldemort. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Hätte man sich eigentlich Lord Voldemort nennen können? Muss man ernst meinen. Hätte man sich auch in dem Spiel einfach Lord Voldemort nennen können? Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Chat, das ist gerade ein extrem heftiger Augenblick. Wir alle kennen diesen Zauber aus den Filmen, aus den Büchern. Es ist der schlimmste Zauber, der existiert. Und jetzt lernen wir ihn und können ihn benutzen. Es ist einfach geisteskrank. Und niemals hat jemals irgendjemand den Zauber überlebt, außer Harry Potter. Hä? Mach ich irgendwas falsch? Ach so, ich muss auch speeden mit dem Stick Lost. War ich gerade zu hype, da ist er, der Totenkopf. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Alter. Keine Trophy? Man kann halt das Spiel, wenn man möchte, auch ohne die unverzeihlich Flüche durchspielen, ne? Oh Mann, ey, oh Mann, ey, oh Mann, ey. Das ist so geil, dass die immer disparieren. Oh mein Gott. Töte Gegner sofort. Alter, wie krank das aussieht. Triple Green. Nicht nur der Level-Up-Geschmack. Triple Green ist OP. Sondern auch alle drei unverzeihlich Flüche. Und wir gehen rein in die Talente. Dunkle Künste. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Das beste Talent im Spiel.
Nur verfluchte Gegner, nicht alle? Ja, nur verfluchte Gegner. Eigentlich tötest du ja einen Gegner. So, Chat. Oh mein Gott. Wo gehen wir denn jetzt hin? Oh mein Gott, Chat! Oh mein Gott. Anschnallen. Wir suchen uns jetzt irgendwo ein paar Wilderer. Alter, ich komme nicht drauf klar. It's time. Ich merke, die Welt ist eine dunklere geworden. Merkt ihr das? Ein Sturm zieht auf. Ah, nee, Spinnen. Da. Na nee, da sind Gegner. Andere Gegner hier oben. Ja, moin, ich krieg EP, obwohl ich die gar nicht töte. Na, es ist mir hier zu wack. Hey, Doktor! Ich will mehrere gleichzeitig. Es gab doch so ein Lager, wo extrem viele auf einmal waren, ne? So verdrückt! Jetzt haben wir mal für viele Buttons zu viel spammt. Boah. Spürt ihr das, wie ich stärker bin? Ich spüre es. Zum Trolllager. Hier gab es irgendwo ein Lager. Ihr wisst, was ich meine, Chat. An so einer Burg. Ja, macht Troll, Chat. Ich weiß jetzt nicht, wo der Troll ist. Es gab so eine Burg, wo wir vorhin auch gefightet haben. Da waren ganz viele Gegner. An der Burg. Aber wo war die Burg? Gehen die Arena? Nee, nee, nee. Wir es jetzt einmal erleben. Alter, wir haben den Spell einfach. Linksburg Lockwood. Hier irgendwo? Oder da? Ich bin aber auch, ja, ich bin ehrlich, einer von euch hat es gerade geschrieben, das Ende von der Sebastian-Quest-Reihe ist trotzdem heftig, ne? Oder wir gehen hier nochmal in die Katakomben. Dust, wenn du den Instant Gaming Link benutzt, bekomme ich was, ja. Ich will doch nur ein paar schöne Gegner, die sich nicht untereinander angreifen. Wer hier wohl wohnt? Ja, okay, Chat. Am Tier ist auch okay, weil dann sehen wir die Power. Die sind ja extrem tanky. Eigentlich würde man ja die echt lange bekämpfen. Imperium. So, und dann alle die Waffen. Avada! Kedavra! Das hat irgendwie extra geknallt, habt ihr das gehört? Bruder, einfach alle tot! Oh mein Gott, ist das krank! Rebellion! Das ist einfach böse, Chat. Das ist einfach böse. Das ist einfach böse, Digga. Oh mein Gott, das ist zu krank. Nochmal. Bruder, wir können das jetzt die ganze Zeit benutzen beim Kämpfen. Ich bin reich! Ah, der hat Cooldown aus der fucking Hölle, Mann. Und die Scheiße. Hat man da nicht einen Trank für? Abklingzeit der Zaubersprüche. Oh, 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 oh. It's time!
Na, perfekt. Ins Nichts. Na, kommt her, ihr beiden Lümmel. Azkaban wartet auf dich. Dieser Cooldown-Trank ist jetzt unser neuer bester Freund. Lol, wie geil das blau leuchtet. Protego. Daneben. Crucio. Es ist zu krank, Bro. Das ist so krank. First time, Lebewesen. Ich hab den Helm nicht angefangen. Crucio. Die Projektile sind nicht umgebracht, weggeprallt. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Wisst ihr, warum das so geisteskrank klingt, Chat? Weil, wenn man den letzten Gegner tötet, kommt immer noch so ein extra Sound. So ein Bass. Oh mein Gott, da. It's time, Chat. It's time. Oh mein Gott, jetzt wird's krachen. Wie machen? Als ob du mich. Das ist zu krank, Chat. Zu krank. Hä? Steig doch ab, Bro. The fuck? Wir müssen uns ganz viele Cooldown-Tränke craften. Also ich erkläre es nochmal, Chat. Für die Leute, die jetzt nicht verstanden haben, wie das funktioniert. Der Crucio verflucht einen Gegner. Und ich habe geskillt, wenn ich einen Gegner angreife mit den normalen Auto-Tags, der unter dem Cruciatus-Fluch steht, also gerade gefoltert wird, dann prallen so rote Projektile auf andere Gegner und die werden dadurch auch verflucht. Und dann habe ich geskillt, dass wenn ich Avada Kedavra anwende auf einen Gegner, töte ich alle verfluchten Gegner. Das sind die mit dieser grünen Markierung. Deshalb sterben die alle. Crucio. Jetzt die roten Projektile. Bum, bum, bum. Seht ihr? Alle drei sind grün markiert. Sie können sich nicht mal mit dem Schild... Sie können sich nicht mal mit dem Schild dagegen schützen, Chat. Es ist der grausamste Zauber. Die können sich nicht mal mit dem Schild dagegen schützen. Wird genervt? Bruder, das ist ein Storygame. Was für ein Nerven, Alter. Oh mein Gott, das ist... Chat, ich fühle mich gerade wirklich... Ich habe gemischte Gefühle. Es ist... Es hat ein unbeschreibliches Gefühl von Macht, obwohl es ein Videospiel ist. Völlig irre. Und es hat irgendwie was. Ich fühle mich trotzdem gerade irgendwie schlecht. Ich fühle mich schuldig irgendwie. Ich will Story machen. Ich will jetzt ganz viele Gegner bekämpfen. Jetzt tun wir uns erstmal ein paar Cooldown-Tränke brauen. Also ich sage es, wie es ist. An die Spieldesigner, es ist eine andere Liga von Feeling, wenn man großer Harry Potter-Fan ist und man einfach den Unverzeihlich-Fluch anwenden kann. Es ist
eine andere Liga. Von so ein Feeling hatte ich selten. Ich glaube, nicht mal als ich beim ersten Mal ihn reingesteckt habe, war das so ein Gefühl. Naja, doch. War ich auf jeden Fall ähnlich aufgeregt. Und habe mich danach auch schuldig gefühlt, Digga, weil ich gleich abgespritzt bin. Nein, so war es nicht. Tatsächlich war ich beim ersten Mal so aufgeregt, dass ich gar nicht gekommen bin. Das weiß ich noch. Da ging gar nichts, Digga. Mit Tomarino, Schmaccarino. Wie verteilst du die Flüche auf die ganzen Gegner? Das zeige ich dir, mein Süßer. Du brauchst bei Talente. Bei dunkle Künste brauchst du das hier. Crucio-Beherrschung. Ein Treffer gegen einen Gegner, also mit deinen normalen Zauber-Auto-Attacks, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das einen Gegner in der Nähe verflucht. Siehst du ja auch im Video. Da tun dann so rote Projektile auf Gegner in der Nähe abprallen und damit kannst du andere Gegner, also viele Gegner auf einmal, verfluchen. Also diesen Verflucht-Debuff auf die machen. Und dann tötest du alle auf einmal mit Avada Kedavra, wenn du das auch geskillt hast. Das ist ganz oben links. Bei schwarze Magie-Talenten. Talent, dass der Trank länger hält. Warte, das können wir mal gucken. Vielleicht bist du ein Five-Head, mein Süßer. Wir haben jetzt leider gerade keinen Talentpunkt, aber... Das ist eigentlich auch krass. Der rote Trank macht noch mehr Schaden und durchbricht Schutzzauber. Oh, das ist krass. Die Dauer des Effekts des Fokustranks wird verlängert, wenn ein Zauberspruch des Zaubersets während der Nutzung ausgeführt wird. Können wir mal skillen, wenn wir nochmal einen Punkt reinbekommen. Den Brautisch kannst du dir Pläne taufen in Hogsmeade. Ist easy. Was ein geiles Spiel, wirklich. Dass man diese Flüche benutzen kann. Also das Spiel wäre auch ohne die unverzeihlichen Flüche ein absoluter Banger. Aber dass man diese Flüche benutzen kann und dass die auch so stark sind, ist einfach nur krass. Einfach nur krass ist das, Chat. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Die blauen Balken, also du vier blaue Balken, du musst auf der Karte diese alte Magie-Ereignisse machen und dann das bei deinen Aufträgen abholen. Diese Dinger hier. Ort alter Magie. Wenn du die machst, kriegst du immer mehr Balken dazu. Wenn ich jetzt noch 12 machen würde, hätte ich sogar 5 Balken. Fünf. So, rein in die Prüfung, Chat. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Oh, was haben wir denn hier? Wenn ich jetzt so Massen von Gegnern sehe, dann mache ich sofort Auge. Oh mein Gott, ich will, ja. Crucio. Dann normale Autotext. Bam, bam, bam. Na, der oben war nicht markiert. Zu krank, Digga. Das kracht so richtig. Als ob so ein Donner die ganze Welt erschüttert. Das haben die so gut gemacht. Es fühlt sich einfach an, als ob
Als ob irgendwas kaputt geht in der Welt, wenn du den Zauber benutzt. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Rebellion. Das ist so heftig, Alter. Bosse, glaube ich, Chat, killt der Spell nicht One-Shot, aber alle Art von Elite-Gegner und Mini-Bosse. Nur Hauptbosse sind dagegen, glaube ich, immun oder die verlieren nur eine Phase an Leben. Die haben ja meistens mehrere Phasen. Sonst wäre es ja auch ein bisschen OP, ha? Na, ist auch so. Der Spell hat nichts mit Slytherin zu tun, Chat. Jeder von euch kann den haben. Ihr dürft ihn nur nicht aus Versehen ablehnen. Mann, hat der viel Cooldown, Mann. Und dieser Nuttenwolf nervt. Wie lange noch? Hallo? Das war der längste Cooldown aller Zeiten. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Oh mein Gott, da ist er. Guck mal, ein Waldtroll. Einfach tot. Ihr wisst ja, wie tanky die eigentlich sind. Einfach tot. Tot. Einfach tot, Chat. Rebellion. Und ja, Chat, es ist mir übrigens aufgefallen, dass beim Erlernen des Spells es aussieht wie Harrys Blitznarbe. Wir können uns ja denken, warum. Das ist eigentlich so krass, ne? Das ist so geil, Chat. Das macht so Spaß. Ja. Kozio. Ah, jemand, der tot ist, kann nicht sterben. Das sind Zombies. Die sind schon tot. Deshalb sterben die nicht. Lel. Pompada. Oder die sind immun, bis man sie mit Feuer angegriffen hat, ne? Was haben Sie jetzt vor? Einfach einen 15-jähriger Schüler, der mit unverzeihlich Flüchen um sich schießt, als ob es keinen Morgen gäbe. Mods, könnt ihr mir bitte den Clip schicken, wo ich das erste Mal Avada anwende? Das muss ich mir anschauen nach dem Stream. So muss es sich anfühlen, wenn du Superman bist. Ich fühle mich unbesiegbar. Unbesiegbar. Hallo, Madame. Wie geht es Ihnen? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein, hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg.
Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Ich werde nach Rococo suchen. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Den Besen kannst du upgraden mit einer Nebenmission. Sie hat sicher nichts. Da musst du immer wieder so durch Ringe fliegen. Was verkaufen Sie hier? Ah, die Upgrades sind sehr teuer. Was kann ich für Sie tun? Man kann nie... Dieses Versteck klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Für Rococo. Wie teuer? Ich glaube 5k? Oder das war... Nee, das war das zweite Upgrade. Da geht schon ins Geld. Vielen Dank für den Besuch. Revelio. Digga. Einer fragt einfach hier was über Witcher, Mann. Welchen Trank benutze ich, um die Crit-Chance zu erhöhen? Das ist so ein roter. Ich weiß gerade den Namen nicht. Gibt 10% mehr Crit-Chance. Nein, nicht rote Schwalbe, Digga. Es gibt keine rote Schwalbe. Rebellion. Glaubst du, die Schauspieler spielen das Spiel? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht einfach zu alt sind für Gaming mittlerweile oder halt... Ja, nee, so alt sind die ja nicht, ne? Vielleicht, wenn du... Ein nettes kleines Örtchen. Wenn du so Fame geworden bist durch eine Filmserie, dann hast du da auch privat vielleicht gar keinen Bock mehr drauf, ne? Incendio! Oh, eine Big Baba Bubu-Truhe. Fällt mir gerade auf, wir haben die falschen Handschuhe an. Die muss ich wieder ändern. Von der Optik. Mir gefallen die anderen Handschuhe so heftig. Genau die hier. Erstes Fazit zum Spiel. Digga, ich spiele das Spiel seit 30 Stunden. Was für erstes Fazit, Digga? Lost oder was? Das Game ist ein absoluter Banger und sollte man gespielt haben, Mann. Was ist los mit dir? Alohomora. Erstes Fazit. Streamtag 6. Fassungslos bin ich. Nee, das Game ist absolut sein Geld wert. Als Harry Potter Fan Pflicht. Und auch als Nicht-Harry Potter Fan absolutes Banger-Spiel, wo man ordentlich Spielzeit versenken kann. Revelio. Gesehen im Leben. Das waren wohl irgendwelche komischen Rebellio. Komischen Kräuter oder so. Rebellio. Oh, wieder eine Drachen. Hallo, mein Feini. Oh. Bisschen abchillen mit Ehrenbruder Drachenhecke. Leviosa. Das sollte ich untersuchen. Wie mächtig das jetzt aussieht mit dem Zauberset. Einfach drei Rebellion. Unverzeihlich Flüche auf Tasche, Mimasche. Ringardium Leviosa. Leviosa.
Dubioso. Hä? Oder muss ich es vorher aufladen? So? Incendio. Brigadium Leviosa. Ja, manchmal macht man sich's. Oh, da habe ich ja mich wieder gefreut. Ein grünes Item. Also diese Dungeons, diese Mini-Dungeons sind einfach nur eine Frechheit vom Loot. Wirklich. Und da oben steht eine riesige Truhe, die mir ein goldenes, nicht identifiziertes Item gibt. Steht einfach so rum. Also wirklich, da hatten ja die Spieldesigner die Clownsnase auf. Ne? Wahnsinn. Das ist ja völlig unlogisch. So, Prüfung, Chat. Prüfung, Mimüfung. Boah, ich habe jetzt so Bock auf die Prüfung. Alles One Hitten. Ui. Din, 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 din. Ich sage ja immer. Das sind sie ja. Oh, nö, nicht ich her. Habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Ja, ich bin da, hallo? Rebellion. Bombarde. Ihr könnt ein wenig... Incendium. Schauen wir uns um. Chat, findet ihr das auch so krass? Ist das ein... In der Tat. Ich denke, in der Tat. Ich weiß, was zu tun ist. Einfach Avada Kedavra. Auf Tasche, Mimasche. Und jetzt Rebellion. Kann ihn uns niemand mehr wegnehmen. Niemand. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Wir schauen kurz den Clipperino-Chat. So, und dann alle die Waffen. Avada! Kedavra! Digga, wie das gekracht hat, Mann. Das hat irgendwie extra geknallt. Habt ihr das gehört? Wir haben es gehört, Bruder. Carsten ist jetzt ein Todesser, heißt der Clip. Ah ja! Haben Sie schon mal einen Grabhorn bezwungen? Das habe ich. Geil, vor geil, Jahren geil. Ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium schlägt Ruffy mit den 5 Naschis, eine Yippie und eine Bombe. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Danke für die 5. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Ich kann euch den Clip gerne reinschicken, Chat. Ich habe das Gefühl, das ist nicht der Clip, der die Klicks zieht. Wenn es sein muss, ah, doch, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Gartenkammer auf Sie warten. In der Gartenkammer. Danke übrigens, Chat, für fast 14.000 Zapparinos aktuell. Marcy gönnt hier noch eine 20 Euro Donation. Dankeschön für den geisteskranken Support von euch allen. Liebe. Glaubst du, es werden DLC-Coms kommen? Ich werde mich ganz traurig in den Schlaf weinen, wenn nicht. Tatsächlich. Muss.
Geh mal nach Lujan Chat, vielleicht könnt ihr noch kostenlos reinfolgen für die neuen Viewer. Ich bin euch herzlich willkommen. 5 Follow kosten. 5 kostenlose Follow-Emotes genießen, wenn ihr darauf Bock habt und am Chat teilzunehmen, da freue ich mich immer drüber. Und wenn der Prime-Sub ready ist, könnt ihr mehr kostenfrei den Stream supporten und alle Emotes genießen und schaut den Lack sogar werbefrei. Das ist doch eine super Sache, ist das? Eine super Sache! Wingardium Leviosa. Oh, scheiße, wo ist der jetzt hin? Alter. Incendio. Und wieder ein Mini-Rätsel. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich predikte dieses Mal auf Ehre. Moment, warte, bitte was? Lel. Okay, diesmal zünde ich einen Anfeuer. Kann er jetzt sterben? Tatsächlich. Retalk finde ich trotzdem ein bisschen unlogisch. Rebellion. Gegner können nicht mal mit ihrem Schild das ablocken. Aber irgendwelche Zombies überleben den tödlichen, unverzeihlich Fluch, wenn man sie vorher nicht anzündet. Aber das ist wahrscheinlich so. So programmiert, dass die halt einfach keinen Damage kriegen. Grüner Zylinder. Wisst ihr was? Den setze ich gleich aus Prinzip. Das war vorhin ein Bug. Na, ich probiere es dann nochmal. Würde ich auch schon sagen, dass es eigentlich unlogisch ist, ne? Unlogisch? Ja, ja, YouTube-Kanal. Bitte ganz viele Gegner jetzt. Wo sind die Gegner? Noch 20 Zentimeter. Da oben sind Gegner, Mimegners. Hallo Jungs, wie geht es euch? Bruder. Was willst du denn? Hoppala. Da war ich nicht. Rebellion. Tja, schade, dass man in der echten Harry Potter Welt für den Spell reingeht. Reingeht in den Turm des Schreckens, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar für immer und ever. Sieht interessant aus. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Willkommen im ältesten Laden in der Gegend. Interessant. Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Aber mein Vater führte ihn lange Zeit, bevor er krank wurde. Glückwunsch zu Ihrem langjährigen Erfolg. Ihnen und Ihrem Vater. Danke. Von uns beiden. Vielleicht wird er eines Tages gesund und wir können wieder zusammenarbeiten. Doch lassen Sie uns lieber über Ihr Wohlbefinden sprechen. Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der schwarzen Magier wie wir. Selbst die Sumpfkrattler sind durchgedreht. Aber unser Laden verkauft Waren, die Ihnen helfen können, sich vor all dem zu schützen. Bitte sehen Sie sich um und kommen Sie jederzeit wieder. Harry hat den Imperiofluch benutzt. Ihrem Vater und Ihnen viel Glück. Gegen wen nochmal, Chat? Das weiß ich zu schätzen. Was verkaufen Sie hier? Wisst ihr es noch? Weiß ich gerade nicht. Gegen jemand Bösen? Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Stimmt, und du hast recht. Und Crucio gegen Bellatrix. Wo sie ihn dann ausgelacht hat. Gesagt hat, du musst es richtig wollen, ne? Einfach
Er hat einfach zwei benutzt, Chat. Harry ist also doch nicht so ein guter, der Lümmel. Nein, Spaß. Einfach zwei benutzt. Oh mein Gott, Chat. Seht ihr da ein ganzes Lager? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Hoppala. Eigentlich ist das hier auch ein Gamechanger. Warte. Erstmal sie so ein bisschen zu dir ziehen. Ey, das war eine Elite-Gegner. Das geht nicht mit ihm. So. Oh, da kommen einfach neue. Lol. Das merke ich, dass ich ihn nicht anheben kann. Gott sei Dank sind die anderen Zauber auch noch alle OP. Ja, Chat, ne? Wenn der Todeszauber auf Cooldown ist, dann hat man halt noch eine ganze andere Palette an OP-Spells. Es ist so geil. Oh mein Gott. Ich sag euch, wie es ist. Der Fun-Faktor ist gerade wirklich exorbitant gestiegen. Incendio. Revelio. Wieder Schmutz. Da sind rote Dinger. Ich hab jetzt, Chat, ich bin immer so hyped auf rote Pfeile. Ich hab so Bock, es macht so Spaß. Lucio! Oh, wie das kracht. Das ist zu krank. Das ist zu krank, Digga. Wo bleiben meine EP? Revelio. Danke für die 10 versteckten Subs. Fahnschein. Bussi-Maschinengewehr geht raus. Danke. Chat, lass mal Passabomber steigen. Passabombs regnen. Willkommen an die 10 Neuen. Bedankt euch. Auf der Mauer, auf der Lauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ich kann das nicht mehr, wie krass das ist. Das ist zu krank. Das ist zu krank. Und wenn mit den Heal-Tränken kann man das auch so effektiv oft benutzen alles. Ich bin unbesiegbar. Venite, Bombarda. Akio, Descendo. Der Fun-Faktor hat sich verdreifacht.
Verdreifacht. Einfach verdreifacht, der Fun-Faktor. Einfach verdreifacht. It's time, Chat. It's time. Passt mal auf. Wir wechseln die Seiten. It's time. Na, im Menü sieht's irgendwie krasser aus. Rebellion.